Ich habe gefragt, ob es Sinn macht, sich bessere Waffen zu bauen. Durchaus. Aber erst, wenn die Aliens kommen. So ein Geschützturm zum Beispiel. Ja, aber wie das bei Türmen so ist, die nimmst du in der Regel nicht mit. Naja, für dich selber kannst du die Maschinenpistole bauen, die ist schon ein deutliches Upgrade zur Pistole. Was genau macht denn? Ach, das ist bloß ein langer Tunnel hier, ach so. Wie lang können denn diese Tunnel sein? Musst du probieren, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Musst du mal probieren, ich kann zu dir gucken kommen. Und relativ kurz sind die gerade noch. Ne, die gehen, glaube ich, von der Länge recht. Jetzt, was hast du? Genau, und jetzt, wie weit geht runter? Bis hier, maximal. Es geht ja. Über 4 Felder. Sozusagen. Beziehungsweise unter 4 Feldern durch. Genau. Du kannst unterirdische Förderbänder auch unter andere unterirdische Förderbänder bauen. Witzig. Ganz praktisch. Das ist die Kategorie für witzig für dich. Hat jemand von euch eigentlich schon die Känguru-Chroniken gesehen? Im Kino? Ja. Achso, nee. Nicht im Kino, aber ja, gesehen habe ich die. Echt, wirklich? Habt ihr euch die ausgeliehen oder was? Aber mehr will ich gar nicht Amazon. Wissen. Amazon. Darfst du doch mal nicht sagen. Das ist doch Amazon. Product. Wie heißt das? Placement. Na, ich sag ja nicht, dass das gut ist. Ich sag bloß, dass ich das benutzen musste. Ich meine, an sich wollte ich das gar nicht. Das ist wie der Typ, der hier für diese unglaublich umweltfreundliche Nespresso-Kapsel Werbung macht, wollte das eigentlich auch nicht. Der George Clooney, macht er das noch? Ich weiß es gar nicht. Das fand ich jetzt so witzig. Auf Zeit habe ich, oder irgendwo im Internet war eine Werbung, da haben die gesagt, wie umweltfreundlich die Nespresso-Kapseln sind. War so ein Dings, ne? Und da habe ich drauf geguckt, weil ich gedacht habe, das ist ein Aufklärungsdings, der mir zeigt, wie das mit den Ressourcen ist. Und dann habe ich gesehen, das ist eine Werbung. Das fand ich ja mutig. Aber ich habe es mir dann nicht weiter angeguckt, als ich mitgekriegt habe, es ist eine Werbung. Du fertigst hier schon Munition. Ja. Wieso denn das? Was ist denn das hier oben? Oh, der Konrad, der baut. Was so aussieht wie große Rohre. Was ist denn das? Ja, die Rohre sind so eine Art improvisierte Mauer erstmal. Ach so, ich wollte schon sagen, krass. Der Konrad hat hier ganz geheim was gebaut. Genau. Geheime. Während wir uns um den Zivilschutz kümmern. Na, dann baue ich mir mal kurz eine Maschinenpistole, ne? Während ich mich um den Zivilschutz kümmere. So ein Ring von Geschützen brauchen wir irgendwann um die komplette Basis rum. Jetzt habe ich mir erstmal volle. Ja, aber das mit der Maschinenpistole, das ist ja nur aber auch kein Hexenwerk, oder? Nee. Das ist nicht wirklich Hexenwerk. Dann mache ich das mal, weil das ist ja ganz wichtig, dass ich. Nee, dass du hinterher hängst. Ja, das ist ja immer so. Wie kann man Zeug aufheben? Mit F. Mit F. Ah, dann habe ich das richtig in Erinnerung. Wie wechsle ich denn die Waffe? Mit Tab. Nee. Echt? Also ich wechsle mit Tab die Waffe. Achso, du musst natürlich die Munition zur richtigen Waffe zuordnen, sonst kannst du sie nicht wechseln. Mit Tab. Es gibt hier auch kleine Panzer. Nebenbei wichtig, immer wichtig, Produktion anstellen. Soll ich jetzt mal zu den Aliens nochmal hochlaufen? Darf ich mitkommen? Ich will mir das mal angucken. Ja, kannst ja mal mitkommen. Ich lauf gerade schon hoch. Und los geht's. Warte, ich bin gleich. Nee, warte. Kommst du mitgucken, Konrad? Ja, ich komm mit hoch. Kann ich hier runterspringen? Nee. Warte. Da kommen die schon. Die kommen da schon. Na, mach doch mal. Du musst näher rangehen an die. Ich sterbe jetzt. Nee, du musst hochgehen. Nicht ganz.
Weil der witzigste Moment ist, wenn du feststellst, dass du nicht genug Munition mitgenommen hast. Ich habe bloß noch 4. Ja, dann geht's noch. Ich glaub, aber wir sind doch viel zu stark, oder Konrad? Nee, denke ich mir, die machen alle schon viel, glaube ich, wenn man so ran schießt. Alter, sind das viele Leertaste. Ach so. Hm. Pass auf, wenn du in dieser Soße drin stehst, dann bist du verlangsamt und kriegst sehr viel Schaden. Aua, ja. Kurz, dass diese Spucker dieses Zeug auf dem Boden machen. Das ich glaube, ich habe noch Fisch. Oh, meine Munition ist schon alle. Na dann. Ich gehe wieder runter. Ich decke ja euren Rückzug. Okay. Ich werde euren Rückzug decken. So, ich habe euren Rückzug gedeckt. Mein Mikrofon ist direkt, genau, hacken wir noch ein bisschen Holz. Mein Mikrofon ist direkt an meinen Herzschlag angepasst. Aber der lädt doch automatisch wieder auf. Was leben, ja. Na, aber warum hat denn da der Leander den Willkommensfisch vergeudet? Ich habe noch 2 Willkommensfische. Ja, aber das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unmöglich. Weil ich fast tot war und im Kampf. Gerade. Naja. Naja, das ist ja, bist du selbst hingegangen. Ja, bin ich selbst hingegangen, aber ich war trotzdem fast tot. Und ich wollte halt nicht ganz tot sein. Brauchen wir eigentlich für die Herstellung von dieser ollen, für die ollen Strommasten brauchen wir bestimmt Stahl, oder? Hast du schon hergestellt Stahl? Oh. Stahl, da musst du Eisen nochmal in den Hochofen stecken, dann kriegst du Stahl. Kann man irgendwie schneller rennen? Nein, also ja, aber in diesem Zeitpunkt im Spiel nicht. Ich lasse mich gerade nochmal auf ein bisschen Kämpfe ein. Ich finde es witzig, dass der Konrad, der hat ja schon voll die. Du baust schon voll auf die Hochofenproduktion, oder? Ja. Wir brauchen ja für die neuen Stein, Hochöfen Ziegel. Brauchen wir Stein Ziegel. Und halt Stahl. Genau, Ziegel und Stahl. We need Ziegel. Hast du dir schon den neuen Hammer gemacht? Den wir gar nicht haben? Den neuen Hammer? Das ist auch, haben sie mal irgendwann gepatcht. Den muss man sich nicht mehr herstellen. Den kriegst du automatisch, wenn du den erforscht hast. Was ich eine super Lösung finde, weil du hast den ja nur einmal im Spiel hergestellt und dann nie wieder. Das war völlig echt sinnlos. Da gibt es einen Contest. Wie viel in der Kiste? Wie viele Kisten? Jetzt bin ich tot. Tja. Kannst du deiner Leiche gehen, dann rechtsklick, kannst du sie abbauen, dann hast du alles wieder im Inventar. Das ist ja cool. Dann habe ich mein Zeug ja jetzt gar nicht für immer verloren. Nein. Nee, ist wie im echten Leben. Ui, und ich hab trotzdem nochmal die Startwaffe bekommen. Genau, die kriegt man jedes Mal, musst du dann irgendwie wegschmeißen oder so. Da könnte man sich ja Munition mit farmen. Ach, bei Dings ist das noch, bei Space Engineers ist das auch immer so ein bisschen für mich persönlich. Das kann ja sein, dass andere das total gut tun. Wo liegt denn meine Leiche rum? Ah, da. Ja, dort, wo du gestorben bist. Ich sterbe jetzt wahrscheinlich gleich nochmal. Okay. Oder nicht, weil ich rechtzeitig bei deinen Geschütztürmen war. Bei Space Engineers fand ich das immer so anstrengend, dass du da immer diese Grundausrüstung von Ding nochmal gekriegt hast. Wenn du tot warst. Ja, ja, da hast du dann irgendwie immer den das dir. Oder was hast denn, da hast du immer Schweißgerät, Kreissäge und Presslufthammer oder Abbauhammer. Oder ich war zu blöd. Das ist immer eine Option. Gibt es auch schnellere Förderbänder eigentlich? Ja. Und gibt es automatische Holzfäller? Nein. Zu viel Holz brauchen. Also das können die Logistikroboter dann, wenn du sie hast, dann können die auch abbauen. Wenn du dich fragst, ach, wir brauchen wieder Kohle für das Zeug, ne, ja, genau. Wozu braucht man Holz? Für die hölzernen Strommasten und als Brennstoff. Sprich für fast nichts, also ja. Eigentlich nicht. Holz brauchen wir für eigentlich nichts, außer halt ganz am Anfang. Ich fäll trotzdem hier mal ein paar Bäume, ne? Ja.
Einfach damit wir hier mehr Platz haben. Die Aliens werden es dir danken. Ja, die finden das ganz gut, wenn du Bäume fällst. Die Bäume verringern nämlich unsere Umweltverschmutzung. Wenn wir die wegmachen, dann wird die erhöht und dann kommen die Aliens schneller. Das klingt ja toll. Das ist ja wie in echt. Kannst auf der Karte, kannst du dir rechts oben unter der Minikarte, gibt es ja diese ganzen Schaltflächen und das mit dem roten Feld ist das von der Umweltverschmutzung. Wenn du das anklickst, wird es angeschaltet, dann siehst du den Bereich, den wir jetzt schon verschmutzen. Auf der Minikarte? Und wenn, Und wenn jetzt eins von diesen Lagern in den roten Bereich kommt, dann starten die nach und nach so eine Angriffswelle gegen uns. Da habe ich eine gute Nachricht. Läuft. Mir zeigt das das irgendwie nicht hier drunter an. Hä, wie komme ich? Ah, da? Jetzt doch. Ich muss M drücken und in die. Wenn was in welchem Bereich ist? Rot im Bereich. Von den Lagern von denen? Ja. Okay, das fängt gerade so ein bisschen an. Ja. Kann man Bäume pflanzen, damit das zurückgeht? Nein. Finde, also das geht immer vorwärts sozusagen. Ja, ich finde, du denkst sehr nachhaltig. Für dieses Spiel wirklich geradezu prädestiniert. Aber ich glaube, die drei Geschütztürme sollten erstmal reichen hier, ne? Und das ist auch schon die richtige Richtung. Ja, die reichen am Anfang. Hast du gerade mit mir zusammengebaut, Konrad? Hier? Ja. Ich sehe, wir haben uns nicht ganz perfekt hier abgestimmt. Immer wieder lustig. Was ist denn das kleine Rote da oben? Was auch ein böses Vieh sein könnte oder auch nicht. Kleinen Punkte sind einzelne von den Aliens. Ah. Die müssen nur in die Kiste, oder? Brauchst du das noch für was anderes? Nee. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal genug Munition, so ein bisschen. Ich sehe. Jetzt brauchen wir ja noch Stahlträger. Konzentriere dich aufs Wesentliche. So, die Steine sind jetzt. Ach, die hast du dir gleich vom Vorderband geholt, oder? Ja. Ja, normalerweise spiele ich ja nicht so gerne aggressiv in so Computerspielen. Nee, fand ich auch wirklich, du warst. Ganz. Aber jetzt so gerade. Von dir aus selber wieder hochgegangen. So. Diesmal sterbe ich aber auch nicht. Weil ich nämlich massig Munition habe. Kann ich dir dabei zugucken? Mach. Aber also nicht sterben ist nicht so ist ja, spannend. Dass wir eine Rakete starten lassen, wollte ich nur noch mal sagen. Das sagst du. Vielleicht sehe ich das aber anders. Nee, richtig. Ich finde auch das Wichtigste, wir haben ja das ja auch beim Basic Simulator, ist das ja auch so ein bisschen Thema. Was machst du, wenn du zuerst auf dem Planeten bist? Ich guck mal von hier oben. Okay, vielleicht überlebe ich doch nicht. Ich finde, du hast das ganz klasse gemacht, Leander. Aber du überlebst ja. Ich fand die Position hier oben auch sehr schön. Mach das nochmal. Aber Munition hatte ich genug. Munition hatte ich mehr als genug. Hier liegen. Das ist aber. Ab wie viel ist denn das Spiel? Meinst du wegen der Leichen, die da rumliegen? Oh, Falk. Oh. Sind hier jetzt noch welche bei uns irgendwo? Nee. Okay. Ich hab das. Siehst du, das war mein Größenwahn, der angesteckt wurde von deinem Größenwahn. Ich hab das unterschätzt. Passiert schnell, ne? Finde ich mich jetzt wieder? Du liegst hier oben irgendwo unter einer von den Tierleichen. Leichen. Darf man nicht sagen. Also Alien-Leichen. Was erforscht man jetzt? Ich nicht, schlag was vor. Schaltnetz, Automatisierungsmaschinen 2 brauchen wir irgendwann auch mal. Okay, jetzt sterbe ich gleich wieder.
Oder was auch geht, ist bessere Munition. Das würden die anderen freuen. Vielleicht sollte ich mich bisschen beherrschen. Kann man eine Kette erzeugen? Nee, ne? Wie eine Kette? Eine Produktionskette, eine Forschungskette. Was ist eine Atom? Ach so, dass man die hintereinander du meinst, einsortiert? Was, nee, was, nach, nicht. Was nacheinander erforscht werden soll? Ja, da habe ich jetzt auch länger gebraucht, um das zu verstehen. Ich denke, das gibt's noch nicht tatsächlich. Nee, uiuiui, ich glaube, ich komme nicht an meine Leiche ran. Ich komme mal, ich helfe. Das ist aber schade. Nee, ich muss jetzt vor allem ja mal die Viecher hier runter zu den Maschinengewehren locken, zu den automatischen. Melli, du hast das schon so gut gemacht, dass der erste Turm schon wieder repariert werden muss. Ja. Warte, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, das zu schaffen. Da gibt's Reparaturkits irgendwo. Die sind bei Produktion. Hier liegt eine Leiche. Was mit der Pistole dort oben oder was? Das ist meine von eben gerade. Nee, ich brauche ja meine alte. Die liegt weiter oben. Oh, jetzt bin ich hier ins. Wie komme ich denn aus dem Lock wieder raus? Scheiße. Probier's mal mit Escape, das funktioniert oft. Ach, da liegt meine Leiche. Geht das auch wieder weg? Ich hoffe. Außen. Und jetzt bin ich gleich wieder tot. Hey, was hast du hier für ein Lock? Achso, geht wieder weg. Okay. So, jetzt muss ich nochmal hoch zu meiner Leiche laufen. Ich finde da. Also man kann sich den Spieldurchlauf auch erschweren. Ich finde auch der Leander betreibt was Richtige. Der macht quasi, der putscht die richtig auf. Der Leander ist quasi, wie soll ich sagen, wenn quasi auf, in der Schule, wo es einfach auch ein paar herausfordernde Jugendliche gibt, die aus was weiß ich für Gründen herausfordernd sind. Und da kümmern sich Pädagogen um die und dann sitzt einer auf dem Dach und wirft mit Tennisbällen auf die Jugendlichen, damit die noch ein bisschen angefeuert werden. Das ist so der Leander in dem Spiel hier gerade. Was fehlt denn jetzt hier? Ist das Kohle oder was? Brauchst du Kohle? Ei, ach, ich bin blöd. Ja, man braucht natürlich. Kann ich dir bringen? Lass mich das anschließen. Das ist mir eine Freude. Ja. Da muss ich alles nochmal um eins nee, nachdenken. Nee, Quatsch! Doch. Wir brauchen ja noch. Das ist der Input für Kohle. Welcher? Und das rechte ist der Output für Stahl. Ach so, okay. Da, ja, das stimmt natürlich. Sagt mir mal einer, was ich vielleicht machen könnte, damit das Spiel hier schneller vorangeht. Ich bin ein bisschen verloren noch. Du kannst zum Beispiel. Kannst zum Beispiel unsere Kapazitäten für irgendwas erhöhen. Ah. Oder mehr Beleuchtung bauen. Beleuchtung bauen, das klingt auch anspruchsvoll. Beleuchtung bauen, das klingt. Also ich will es jetzt nicht sagen, das aber. Klingt Beleuchtung. Abwertend, aber es ist was ganz Wichtiges für mich. Also. Weißt du, was du mal machen kannst, Leander, was wirklich wichtiger ist als Beleuchtung? Du kannst was? Mehr Forschungslabore bauen. Das ist auch sehr wichtig, ja. Das schaffe ich. Weil Forschung ist nämlich die Achillesferse da. Es sei denn, das haben sie geändert. Ich kann 10 Milliarden Forschungslabore. Nee. Ne, genau. Momentan tatsächlich gar keine, weil ich keine Zahnräder habe. Meine Lieblingsaussage von jemandem, dessen Namen ich nicht sagen möchte. Ist es das, was ich erwarte? Präsident von einem kleinen Ach so, Land. Achso, nee, ist was anderes. Achso, was erwartest denn du von mir? Gibt's denn für eine große Ordnung? Ich dachte, jetzt kommt das Zitat aus Minecraft, dass die Ressourcen in der Minecraft-Welt ja begrenzt sind. Achso, ich teile nicht, ja, das stimmt. Das war auch gut. Das ist eins der Highlights gewesen. Wer hat das gesagt? Wann? Wo? Nee, das darf ja nicht. Wir müssen es ja verschleiern. Wir können ja hier nicht in der Öffentlichkeit Leute denunzieren.
Aber wir haben mal irgendwo mal Minecraft gespielt und haben versucht, so sehr zögert. Also da ist das hier schon Teamplay im Platin-Bereich. Damals war das Teamplay im Silber-Bereich, sage ich mal so. Und die Person hat, als ich gefragt habe, ob man was geteilt werden kann oder ob man, hat die gesagt, nee, das geht nicht, weil die Ressourcen werden zu knapp. Bei Minecraft. Konrad, was immer du getan hast, es hat wirklich zu innerer. Es ist kein Stahl mehr da. Kein Stahl? Keine Eisenplatten mehr. Warum ziehst du das? Ach so, ja. Weil das Ding sich ganz schön viel Eisen wegzieht. Wir müssen auch die Eisenplattenproduktion verstärken. Das ist auch was, Leander, was du gerne machen kannst. Okay. Immer irgendwo gucken, wo die Förderbänder leer sind. Die müssen immer voll sein bei allem. Okay. Außer na, das klingt doch nach einem Plan. Na, aber so kannst du das nicht sagen. Die Regel bei Factorio ist, immer gucken, wo die Förderbänder leer sind, dann müssen sie voll sein und wenn sie voll sind, müssen sie leer sein. Ja. Das ist die Regel für Factorio. Aber erstmal müssen sie voll sein. Das hier ist okay mit der Kohle, ne? Aber ja, das funktioniert sehr gut. Das ist so okay, das zeige ich mal so. Aber das ist zum Beispiel schon wieder nicht okay, dass diese ganzen roten Flaschen hier Kreise fahren. Ich habe mal Greifarmel platziert, Leander, ich wollte nicht die Arbeit wegnehmen. Ja, das hatte ich auch schon vor, auch noch vor. Ich sag, Konrad hat es echt geschafft, unsere komplette Produktion hier von Forschungsflaschen leer zu legen. Ja, das tut mir leid. Na, das glaube ich nicht. Ich denke, es war dein Ziel. Aber mit diesen Stahlträgern können wir jetzt diese besseren Ofen machen. Da können wir die Produktion von allem gleich mal wieder verbessern. Kein Strom. Ja, dort fehlt ein Strommast. Ja, nee, nicht hinsetzen, bitte. Dinge geschehen und Dinge werden wieder anders geschehen. Ah, jetzt kann man auch die schönen Stahlstrommasten sich schon bauen. Das ist ich bin schon dabei, Konrad. Gut, okay. Wichtige Lektion. Wenn es aussieht wie ein Strommast, ist es ein Strommast. Wenn es aussieht wie ein Greifarm, ist es ein Greifarm. Grundlegende Sachen. Wie viele Forschungslabore soll ich denn bauen? Also das sind jetzt schon mal genug, würde ich behaupten. Okay. Das reicht erstmal. Dann höre ich damit jetzt erstmal auf. Aber noch nicht für immer. Nee, bloß erstmal. Deshalb habe ich erstmal gesagt. Wie viele sind das jetzt? 16, 17. Ja, das reicht erstmal eine ganze Weile, denke ich. Ich habe mal schwere Rüstung erforscht, weil da brauchen wir nur den roten Saft dazu. Da kann man den grünen sich noch ein bisschen anstauen lassen. Die Aussage habe ich nicht verstanden. Naja, wenn man jetzt keinen grünen Saft für die Forschung verbraucht, dann bleibt ja ein bisschen was davon übrig. Und dann... Das ist eine sehr richtige Aussage. Hat man, wenn man mit einem grünen Dings wieder anfängt, dann hat man erstmal so einen kleinen... Wie sagt man, Puffer halt, Rückstau.
Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus mit dem Forschungsdings hier, oder? Ich habe das schon geahnt, dass das was ist, was in die andere gefällt. Ja, ich spiele. Mir haben auch schon vor Jahren Leute davon erzählt, also vor 3 Jahren oder so, hat mir ein Freund aus der JG davon mal erzählt. Und Du da dachte konntest ich es nicht schon, glauben. klingt gar nicht schlecht, gucke ich mir irgendwann mal an. Offenbar ist also irgendwann jetzt. Heute Kollege. Oh nein. So. Jetzt habe ich einen Greifarm weggemacht und ich weiß nicht mehr, was das für ein Greifarm war. Was für Produktion wolltet ihr jetzt noch? Warte mal, lass mich kurz. Du kannst bei allen, bei Kupfer und bei Eisen die Abbaukapazitäten verbessern und die Öfen von mehr kannst du eigentlich immer überall machen, bis das komplette Vorkommen abgedeckt ist. Okay. Wieso ist denn hier kein Greifarm? Da drüben habe ich den Wurm schon abgerissen oder was? Kupfer. Dafür brauche ich einfach bloß elektronische Erzförderer, ne? Ja, einfach bloß das und ein paar Strommasten und dann bist du im Elektronische Problem. Erzförderer und Öfen könnte man doch auch mal automatisch produzieren lassen. Elektrische, ja. Ja, elektrisch meine ich doch. Das ist immer gut. Die Sachen braucht man nicht für irgendein Elixier, aber so Sachen, die man selber gerne baut, immer zur Hand zu haben, ist mega praktisch. Genau mein Gedanke. Was ist denn jetzt? Ach, jetzt habe ich es mit der Kupferproduktion hier lahmgelegt. Ah, Fehler, Junge. Woran scheitert es? Ist die Kiste voll, ja? Warum tun denn manche Greifarme so zögerlich greifen? Weiß nicht, haben die vielleicht wenig Strom? Dann müssen wir die Stromversorgung krasser machen. Ah jo, ich sehe, wir haben ein bisschen wenig Strom gerade. Da gehe ich Wenn doch das mal. Licht flackert oder die Greifarme langsam sind, dann liegt es meistens daran, Ach, dass na, an das denke Strom ich immer, fehlt. das liegt an mir. Warte mal, ich laufe schon. Wo ist denn der See? Ich laufe schon am See Hier vorbei. rechts, du bist hier. Du bist hier richtig. Auch alles ein bisschen größer geworden als früher. Als früher, das heißt, es geht immer so schnell. Vier Let's Plays zurück, ne, drei sind es, glaube ich, das. 3 Folgen zurück. War ich das letzte Mal hier am See, wo ich einen leandern Fisch gefangen habe. Eins war es hier, wer sich noch daran erinnern kann, hier an dieser Stelle. Schreibt mal einen Kommentar, wer sich noch daran erinnern kann. Ich sehe ja nicht mal, wie viele Leute zugucken. Jetzt gerade haben wir 3 Zuschauer. Immer noch. Du Also, kannst, wenn krass, du. 3 Zuschauer inzwischen, das ist ja beeindruckend. Ne, wir hatten mal 8 in der Zwischenzeit. Das war nur so für ein paar Sekunden, glaube ich. Du Vielleicht kannst ja nur. übrigens auch so Moderatoren machen wie bei YouTube. Wie bei was? Wie bei YouTube im Live-Chat. Was habe ich denn da für Moderatoren? Na, der Martin zum Beispiel. Oder hast du es gar nicht entschieden? Das habe ich so nicht entschieden, aber die Frage ist ja, wer zuguckt.